She's a very beautiful girl, nice girl from Germany. Hallo. Hi. Also wir sind hier. Wir sind jetzt in Barcelona. Und machen Urlaub, also machen Mädchenurlaub. War ganz spontan, also irgendwie, wir haben vor ein paar Tagen gebucht. Jetzt sind wir da. Jetzt ging es uns nämlich. Und jetzt gehen wir unsere Koffer holen. Guck mal, wir sind gerade vorbeigelaufen. Wir hätten da sein müssen. Da lang. Ja. Anna ist hier unsere Spezialistin. Ja, ich hoffe, dass alle Koffer da sind. Habt ihr auch immer so Angst, wenn ihr so irgendwo hinreist und dann einen Koffer holt, dass das nicht kommt? Bei mir ist es halt oft so, wenn ich dann meinen Koffer hole, dass meins irgendwie als letztes kommt. Bei mir auch. Und ich denke schon, oh mein Gott. Mein Koffer ist immer noch nicht da. Meiner ist schon da. Ihre ist auch noch nicht da. Die haben schon ihre Koffer. Das wird ein toller Urlaub. Ohne Koffer. Ohne Koffer, yeah. Okay, mein Koffer war doch dabei. Ja, zum Glück, yay. Ich glaube, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn man keinen Koffer in Urlaub hat. Jetzt gehen wir an McDonald's. Wo gehen wir lang? Da lang. Jetzt sind wir in Barceloneta, aber finden das Hotel gerade nicht. Jetzt laufen wir die ganze Zeit durch die Straßen und fragen Leute, weil wir kein Internet auf dem Handy haben. Sonst hätten wir es einfach im Navi eingeben können. Unser Hotel ist gleich am Strand. Und das ist voll cool. Also ich finde Barcelona ist voll schön, gell? Ja. Wenn wir hier lang laufen. Also die Straßen sind übel eng. Da passt doch niemals ein Auto rein. Guck mal. Oh mein Gott. Boah, dieser Geruch. Ja, und hier stinkt überall nach Klo. Und Fisch. Ich bin froh, wenn ich im Hotel bin. Dann kann ich hinlegen und ausruhen. Wir in unserem Hotel. Also beziehungsweise Hostel, weil wir haben uns ein Hostel gebucht, weil das viel günstiger war und ja, es ist ein bisschen klein. Hier zwei Stockbetten und so, aber wir haben nur 50 Meter zum Strand und das reicht eigentlich auch. Also wir haben hier eine eigene Küche, also es ist sozusagen wie eine Wohnung, nur halt jeder hat so sein Zimmer und dann ja wie eine Jugendherberge halt und ich finde es voll cool. Also ich schlafe oben, habe ich mir schon sicher gemacht, das Bett oben, sie auch. Und haben wir Steckdosen hier drin? Ja. Da ist auch eine. Also insgesamt drei. Bei mir ist drei. Eine am Bett unten. Ne? Hier auch. Oben gibt es keine, gell? Nein. Was ist da über das Ding? Ja. Müll, gell? Okay. Ja. Das haben nun mal Jugendherbergen an sich, ne? Okay. Also dann. Also wir sind jetzt am Barceloneta Strand. Der Strand ist, wie man sehen kann, mega voll. Toll, wo sollen wir uns hinlegen, Alter? Endlich Urlaub, yeah, yeah. Und es ist voll warm, aber es ist auch irgendwie so windig. Und haben halt Last-Minute-Ticket und so und es lohnt sich voll. Also wenn ihr in den Urlaub wollt, dann nehmt lieber Last-Minute-Ticket, weil das lohnt sich echt voll und dann holt ihr euch einfach irgendwo ein Hotel in der Nähe und so. Das ist echt voll cool. Wir haben insgesamt ungefähr 270 gezahlt und 270 für 7 Tage ist echt günstig. Ich weiß, es sieht jetzt mal scheiße aus, ich habe euren Pony nach hinten getan und so, aber egal. Und das Wasser ist voll warm und der Sand ist voll fein und aber naja, es kommen halt viele Typen, ne? Wanna go to party tonight? Wir haben uns jetzt wieder frisch gemacht, haben geduscht und so weiter und so fort. Ja, aber immer die Scheiße! Oh mein Gott! Da ist ein Mann auf der Straße, der die ganze Zeit irgendwie tot da liegt und wir wissen nicht, was er dreht. Er hat sich gedreht.
Dieser Mann liegt schon den ganzen Tag lang. Cheeseburger. Da. Jetzt wollen wir was essen gehen, weil wir von Hunger haben, aber wissen nicht was, weil hier so viel Auswahl gibt. Oder? Hamburger. Hamburger. Jeder will was anderes. Sie will Muscheln, sie will Hamburger, mir ist egal. Unser Hotel ist echt geil platziert. Guck mal, Eddie. Wir laufen 10 Sekunden und sind hier einfach mal am Strand. Alter. Ja, wir haben voll Schnäppchen gemacht, ja. Ne? Ja. Richtig geil. Hola. Cuatro? Ja, aber nicht. So, Leute, sagt mal, wo wollt ihr essen? Bin ich. Ach, und nach Bikinis wollten wir übrigens auch noch gucken. Meine Haare sind nicht geglättet, aber ja. Wir haben uns jetzt Paella bestellt, ja. Also wir haben gehört, dass es sehr gut sein soll hier in Spanien. Deswegen haben wir es so bestellt. Also, es kommt ja aus Spanien. Ja. Es dauert 20 Minuten, bis es kommt. Und wir können es nicht mehr erwarten, wir haben alle Hunger. Mit Meeresfrüchte und einmal mit Chicken. Hunger. Mann, essen wir jetzt. Aber erstmal Instagram posten, gell? Das ganze Essen. So this is Portal del Angel. Okay. And you'll find all the other streets. Oh, I don't know if it's still open, but everything's closed at night or something. Okay. Thank you. Wir schauen. Wir laufen jetzt gerade irgendwelche Gassen entlang, weil wir jetzt die ganze Zeit die Innenstadt, also Barcelona, Innenstadt, die ganze Zeit suchen, weil wir da was schauen wollen. Was sollen wir eigentlich in der Innenstadt? Wir wollen schauen, wo wir morgen hingehen. Genau, wir tun schon heute Abend vorbereiten. Wo wir morgen hingehen. Und vorhin hat es gerade voll laut geknallt, bestimmt eine Pistole oder so. Voll Panik gekriegt, Alter, hier in ganzen Gassen. Wir werden hier abgeschossen und vergewaltigt hier. Oh, Anna. Spaß. Also, ich hoffe, das passiert nicht. Ja. Warum fahren hier Autos? Es ist viel zu eng hier. Ich habe das Gefühl, es passiert nicht was, weißt du? Für da Range Rover anfangen. Und ich fühle mich hier die ganze Zeit voll beobachtet, als wäre die ganze Zeit jemand die ganze Zeit uns verfolgen. Jetzt sind wir wieder in unserem Hostel. Wir fühlen uns wie hier, wie so Schulandheim. Guck mal runter. In meine Kamera. Heute haben wir Paella gegessen und es war einfach nur scheiße. Gell? Es war nicht so. Ja. Es war nicht so lecker und es war voll teuer und wir sind voll geizig und deswegen essen wir lieber. Wir sind Sparfüchse. Ja. Deswegen essen wir morgen lieber im Megas. Gute Nacht. Tschüss. Liege hier schlafen. Ja, jetzt sind wir wieder am Strand. Eigentlich jeden Tag. Und chillen, haben uns jetzt so Luftmatratzen gekauft. Für 8 Euro oder so, keine Ahnung, voll chillig. Heute Abend gehen wir in die Stadt, also heute so, ja, abends gehen wir in die Stadt und gucken mal. Wir wollten noch Bikinis kaufen, weil wir unsere nicht so schön finden. Und May isst Sonnenblumenkerne. Sonnenblumenkerne sind einfach geil. Wir sind gerade jetzt auf dem Weg in die Stadt, weil wir jetzt noch was kaufen wollen und noch ein bisschen shoppen gehen, weil das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Und ja, ist leider scheiße ohne Navigation mit dem Handy, aber wir kriegen es schon irgendwie hin. Dann wollten wir noch ein bisschen so Dings anschauen. Dann wollten wir noch ein bisschen so Sightseeing machen und einen Brunnen anschauen und die Kirche oder so. Das ist ja, da. Ja. Die anderen grödeln ein bisschen. Obwohl wir uns beeilen müssen, weil die Läden hier um 8 Uhr machen. Ja. Ja. Und wir haben schon 6:30. Schauen wir, wir finden irgendwie Primark oder Forever 21 oder so. Ich weiß nicht, ob es die gibt. Vielleicht. Und noch Bershka und Stradivarius. Genau. Das sollen wir auch noch anschauen. Weil da soll es ganz schöne Sachen geben. So, wir sind jetzt in so einem Platz hier. Hier sind voll viele Leute und schauen sich so Skulpturen an, weil das sieht echt krass aus. Ja, hier sind so verschiedene, so, wie heißt das? So Leute, die sich so irgendwie anmalen und dann nicht bewegen. Wisst ihr? Die kennt ihr bestimmt. Gibt's ja auch bei uns, ne? Voll faszinierend. Auf mein Fall, ja. Jetzt, wir suchen immer noch
immer noch die Stadt, die Straße, wo Geschäfte sind. Wo Geschäfte sind, aber irgendwie, ich glaube, wir schaffen es nicht rechtzeitig. 15 Euro, komm, wir verhandeln. Ja, schön. So, wir sind jetzt in einem Laden, hier gibt es viele Sachen, so Bikinis und so, aber ich habe mir noch nicht so viel gekauft. Die sind ja übel teuer, ey. This towel, how much? 14,95. 14,95. Okay, let's see. So, hi. Hola, Maganda. This is for YouTube. Maganda. Maganda, thank you. Thank you. I'm from India. From India. Neighbor of your country, original country. She's very beautiful girl, nice girl from Germany. Thank you. Maganda. Two towels for 14.90? No, excuse me. For 14? No, madam. This is a Robin Hood mark and Rambla, so there are prices we sell original Amalka products in my shop. Yes, this shop. No mark. This is a Robin Hood. It's just for swimming and no, it's a depends upon the how you use. Wir wollen nur ein Handtuch, ja, ein billiges Handtuch kaufen, aber es kostet ja so teuer. 15 Euro. This is for YouTube. Do you look YouTube? So, May, was nimmst du jetzt? Ich nehme gar nichts. Wir sind zu teuer. Teuer, nur teuer, teuer. Und May? Ja? Bist du noch glücklich? Natürlich, weil ich brauche eine Tasche. Ja, wir sind hier gerade voll am Verhandeln und so. Aber irgendwie... Oh, ein Euro! ...klappt es nicht. Oh, weil die verlassen sich nicht so gut verhandeln. Oh, eine Casio-Uhr. 5 Euro, oder? Echt jetzt? Weiß ich nicht. Vergessen halt keine richtigen. Ah doch, 5 Euro. 5 Euro. Das sind halt keine richtigen Casio. Aber das checkt ja niemand. Ja, eben. Sollen wir die uns holen? 5 Euro ist schon gut, gell? Ja. Also wir sind jetzt in diesem Markt hier, mitten in Barcelona. Da sind so eine Riesenhalle und da sind verschiedene Märkte drin. Oh, und hier gibt's, wir sind gerade an einem Obststand. Und da gibt es ganz leckere Sachen. Ich glaube, ich hole mir Himbeeren. Guck mal, Himbeeren, 1,50, super geil. Guck mal, mein. Ich nehme so was, sind die süß? Can I try one? Are they sweet? One bit sweet. Are they sweet? Sweet? Glaube ich nicht. How much is the mango? Actually, 10 Euro. 10 Euro. Ah, okay. Ja, ich hole mir jetzt sowas. Sind aber nicht gewaschen wahrscheinlich, gell? Ja, höchstwahrscheinlich nicht gewaschen. Mann, ich weiß nicht, ob ich das nehmen soll. Ach, das sieht für mich nicht lecker aus. Fuck off. Nehmen wir nichts. Kaufen wir uns einen Hummer, Leute. Ja, zum Abendessen. Yummy. Also Paddy lässt sich jetzt eine Möwe tätowieren. Wie heißt denn das? Henavieren? Henavieren? Ich habe mir Notenschlüssel machen lassen. Wegen Musik und so, ne? Und? Das geht? Schön. Konzentration. Ja, die sind voll lecker. Und die Getränke sind auch voll lecker. Und das ist jetzt zum Beispiel... Genau, Rohrzucker. Brennt bei dir? Zeig mal. Schön. Passt zu dir. Oh, so. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg zur Stadt. Und wollen ein bisschen shoppen gehen und so. Irgendwie ist es voll dunkel. Voll lecker. Jetzt gehen wir in die Stadt. Und schauen mal, ob wir was finden. Ich habe nicht mehr so viel Geld, aber... egal. Ich hoffe, ich finde irgendwas Gutes. Hi. Hi. Noch mal verschlafen, alle. Alle noch müde. Wir waren jetzt in so einem Laden, der hieß der? Lefties? Ja.
Der hieß Lefties und da sind richtig geile Sachen drin. Und richtig viel ausgegeben und ich habe kein Geld mehr. Eigentlich wollte ich nicht so viel ausgeben. Guck, so viel haben wir gekauft. Ja. Sind wir alle pleite. Wir sind jetzt in España, heißt es hier. Und hier sind so richtig, ist richtig schön. Und die Arena, da möchten wir rein. Das war früher mal so ein Stierkämpfe-Arena, keine Ahnung. Yay! Heute wieder den ganzen Tag am Strand. Yay. Ich habe schon einen richtigen Abdruck. Nicht normal. Schwarz. Und die ist eh schwarz. Ich glaube, ich muss einen Schatten. So heiß, May. Gammeln, gammeln. Wir können, wisst ihr, was wir eigentlich auch machen können? Einfach nur am Strand so chillen. Oder wir laufen jetzt einfach da die Bars entlang und dann, wenn da nichts Gescheites gibt, dann gehen wir ins Strand oder so. Ja. Hallo! Wir sind gerade in einer Bar, also hier in Barcelona. Hier ist so teuer, oder? Hier kosten Getränke. Eine Cola. Eine Cola, eine Mini-Cola. Ja, 20, 200 Milliliter. Show me something. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now, you know. Jetzt waren wir gerade ein bisschen in der Stadt und haben Fotos gemacht, aber jetzt hat es angefangen zu regnen. Hi, sexy girls. Okay, gehen jetzt wieder zurück zum Hostel, weil es angefangen hat zu nieseln. Aber wir gehen wieder raus und tun ein bisschen spazieren laufen und so, weil es so schön ist. Und hier tut gerade irgendwie jeder einen anlabern und oh mein Gott. Bis später, amigos. Morgen! Jetzt sind wir in so einem Markt oder so an unserer Straße, gucken Sachen an. Hier gibt es so verschiedene Sachen, so Süßigkeiten, dann gibt es da so Oliven und so ein Zeug. Crepes werden hier verkauft und ich sehe voll müde aus, ich sehe voll fertig aus, yo. Ich esse gerade Cashewkerne, weil es voll lecker ist. Cashewkerne sind meine Lieblingskerne, gell, May? Ja. Dann, ja, hier gibt es viele verschiedene Sachen. Sieht echt lecker aus. Alter. Aber wie soll er die warm machen, bitte? Guck mal, die sehen auch gut aus. Käse. Will jemand probieren? Ja. Wir gucken uns gerade eine Kirche an, die seit 100, nee, oder? 100 Jahren wird sie gebaut, oder was war das? Okay, wow. Sie wird über 100 Jahre schon gebaut, viel, viel länger. Keine Ahnung, bestimmt erzähle ich eh was Falsches, aber die ist hier. Voll schön. Ist richtig schön mit viel Detail und so. Es war, kann ich schon verstehen, warum es so lange gedauert hat. Und ich dachte, wir gucken es mal an. So, jetzt haben wir es angeguckt. So, jetzt können wir wieder. Ja! So, okay, wie geht's? Ja, Sightseeing. Dann machen wir noch ein paar schöne Bilder hier. Ein paar schöne Bilder und dann gehen wir irgendwo wieder hin. Jetzt sind wir an einer richtig, richtig schönen Stelle. Das ist so,
das heißt Parkwell oder so, Parkwell, keine Ahnung. Und es ist wirklich schön. Jetzt kann man nicht so viel zeigen, aber das ganze Dorf hier oder die ganzen Sachen hier, alles richtig schön, so detailliert und so. Und es ist richtig schön, es hat sich richtig gelohnt, hierher zu kommen. Von hier aus kann man auch ganz Barcelona sehen und es ist richtig schön, die Aussicht und so. Ich habe es da vorne nicht gefilmt und so, weil da einfach zu viele Leute waren. Deswegen, ja. Jetzt gehen wir noch weiter, da gibt es noch mal was zu sehen, so, also ein anderes Gebäude. Und ich guck mal, ob ich da die Aussicht sehen, filmen kann. Warte, hier kann ich es kurz. Zum Markt. Also heute ist unser letzter Tag hier in Barcelona und es ist richtig schlechtes Wetter, es regnet, aber egal, wir genießen trotzdem noch den letzten Tag in Barcelona und gehen in den Fischmarkt oder in den Markt, wo man so viele Sachen kaufen kann. Wir kaufen noch so Kleinigkeiten, Mitbringsel für die Familie und so weiter, wenn man irgendwas mitgenommen hat. Gefunden, der heißt Shana oder so, da waren richtig geile Sachen drin und sind beim Shoppen auch ein paar Fans gestoßen. Liebe Grüße an alle von Rufreisen, alle die ich getroffen habe, hat mich echt gefreut. Jetzt gehen wir noch weiter shoppen und gehen auch bald nach Hause. Zum Glück hat der Regen aufgehört. Ja, jetzt gehen wir irgendwo hin. Wo gehen wir hin? Keine Ahnung.